Es grüßt euch Final Messenger 13. Er will den Kev Kali gesehen. Bei Let's Play Final Fantasy 6. Dann zwingt er ihn zum Anal reinigen. Bei Let's Play, das hatten wir schon. Ja, ich halte Kev keinen Schach. Mit meinen mächtigen Brüdern. Ich halte meine Brüder. Man muss ihn einfach nur einmal umrammen. Schaut, das Tor öffnet sich. Und ja, ich weiß, ich habe mich gestern selber angeschrieben. Verklagt mich doch. Ich bin alt, vergesslich. Ich darf das doch. Mensch. Espa, bitte hört mich. Wütend. Das hört man jetzt gerade aus dem Tor, meine ich. Hä? Es ist offen! Terra! Oder wer sagt das jetzt? Ich bin aufgeregt! Da kommt etwas! Es ist der General Frühlingsfrisch! Deswegen riechen sie auch gerade alle am Boden, weil es so gut riecht. Naja, fast alle. Vielleicht Knoblauch drin. Furchtbare Energie! Aber eins darf man nicht vergessen, ich sehe immer noch aus... Wie gemeißelt. Terra! Nur, dass der Arsch von Bildhauer am Bauch etwas übrig gelassen hat. Zu viel nämlich. Oh mein Gott, wir werden alle sterben! Oder das Tor geht wieder zu. Hey, das Tor... Entschuldigung. Das waren die Fallgeräusche der Steine. Ja. Sieht diese Felsformation, wie sie da runtergefallen ist, nicht aus wie ein Space Invader oder sowas? So, das heißen, die Esper sind Space Invader, weil das kleine, blöde Raumschiff vergessen hat, alle abzuknallen! Was ist mit diesen Espern? Gehen wir zurück zum Luftschiff. Genau, dann können wir ihnen folgen. Sie können mich alle fliegen. Sollen wir den ganzen blöden Weg durch die Hülle zurücklaufen? Ich glaube, es ist Hackfleisch. Moment mal. Moment mal. Was macht diese Tür hier? Die Tür war vorher nicht da. Waren die erstmal etwa so wütend? Aber wir nehmen uns die Zeit, hier eine Tür zu basteln. Und dahinter erfinden wir einen Aufzug. Ja, es führt in den ersten Raum. Aber wenigstens ist der Weg nach draußen schön schnell vorbei. Nachdem wir hier wieder draußen sind, gehen wir zurück ins Basiscamp. Ins Dschungelcamp. Gibt's das überhaupt noch? Ist das mittlerweile aus? Ich hoffe doch. So, hier müssen wir die Treppe runter, ansonsten können wir mich nicht hier raus. Nämlich hier ist der Ausgang. Was ist passiert? Die Esper sind zusammen weggeflogen. Dann sind die imperialen Bürger Hals über Kopf geflohen. Wohin sind die Esper geflogen? Zur Hauptstadt. Vector. Um ihn auszurechnen! Ja, das hatten wir schon mal. Mal sind wir in Vector. Hab vergessen, was für eine Stimme ich für ihn gegeben hatte. Da ist was. Und zwar verkrüppelte Helden in der Textbox. Was ist Terra? Ich fühle es. Es kommt näher und näher. Und meinst du, was meinst du, du fühlst es? Es glüht. Aber was ist das? Das kann nicht sein. Ich sitze auf einer Herdplatte. Ein Esper. Er kommt. Pass auf, Terra. Was war das? Setzer, duck dich. Setz dich, wär besser. Mein Gott. Lok springt lieber auf Setzer, als auf Terra zu bleiben. Lok hat eine homöopathische Ader. Esper. Wohin gehen sie denn? Nirgendwohin, nämlich sie fliegen. Sie sind wütend. Sie sind zornig auf uns? Nein, bitte, bleibt hier. Was soll's, aber dieses Vibrieren. Das sind etwa die Esper? Setzer. Das Schiff avariert! Nicht gut! Nicht gut! Ah, und sie alle sterben!
Kann das Ding nicht mal runterfallen? Steuert Wasser an! Steuert Wasser an! Genau, dieses Wasser! Genau! Nein! Nein, nicht dahin! Nicht dahin! Nicht ins Gebirge! Oh, Gott sei Dank nicht ins Gebirge! Ins Gebirge! Nein! Doch nicht ins Gebirge! Und sie waren alle tot! Das war Let's Play Final Fantasy VI. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play... Let's Play... Let's Play... Och, jetzt hätte ich doch beide den Namen des nächsten Hauptprojektes verraten. Gut, dass das Bild noch kam. Und wir können Terra steuern. Ja. Gut. Ich werde kurz hier meine Party neu formieren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe meine Party neu formiert. Drin sind Terra, Setzer, Saber, Cyan oder Cyan. Einfach, weil ich Lust drauf hatte. Ja, was soll ich großartig dazu sagen? Ein paar unterbesetzte Leute mal drin, die ein paar Erfahrungspunkte abstauben können auf dem Weg nach zurück, wo auch immer wir hier gelandet sind. Oh mein Gott. Okay, folgendes Vorgehen. Ich gehe offscreen zurück nach Vector und da sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. Und wir sind in Vector angelangt und ich habe, glaube ich, sogar ein bisschen Level abbekommen. Oh, hallo, Quack, Bruchpilot. Löwe. Achso, das ist ein Löwe. Was zum Teufel? Gut, dass ich das erkannt habe. Und er hat nicht Löwe. Sagst du, gucken wir nochmal, ob wir uns hier kostenlos auffrischen können. Junge Leute, gebt niemals auf. Ach ja, das durchgestrichene E bei eBay. Deswegen, weil ich nicht einfach nur Bay schreiben wollte, weil die Auktion ist ja nicht elektronisch hier in Final Fantasy VI. Also zum Teufel, okay, du sagst nichts anderes. Oh, alles voller Nashi-Soldaten. Sie haben die Gelegenheit genutzt und die eingerannt, während die erstmal getobt haben. Was ist los? Keine Ahnung. Und ich wollte nicht einfach nur Bay hingeschrieben haben, weil man denkt, Bucht, was hat denn hier Bucht mit zu tun? Was hat die Bucht hier mit zu tun? Und deswegen habe ich das eh durchgestrichen, damit man es besser erkennen kann. So, genug dazu. Was soll das denn heißen? Mit Espern sprechen? Moment mal, hast du nicht Terra angeheuert, mit Espern zu sprechen? Was hast du jetzt mit deinem blöden kleinen Kopf zu tun gehabt? Hä? Hast du das alles vergessen? Na gut, er ist alt, ich vergesse ja auch alles, obwohl ich nicht so alt bin, aber es ist egal. Oh, es ist Darth Vader in Rot. Bitte folgt mir zum Imperator. Was? Der Imperator empfängt uns? Wahnsinn! Wahnsinn! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Ich muss zum Imperator! Und ihm aufs Maul hauen! Dass er so einen wie Kefka frei rumlaufen lässt. Ich frag mich ja, ob die Kacke jetzt schon am Dampfen ist. Imperator Gehstall wartet bereits. Wahrscheinlich gelehnt auf seinen Gehstock! Oder auf seinem Gehthron. Ich will nicht mehr kämpfen. Es fällt dir früh ein, Opa. Das ist doch ein Opa. Er hat weiße Haare, weiße Schnäuzer, weiße Schamhaare. Der Imperator hat sich verändert. Moment, ich sollte Sid anders. Sid! Wenn die Esper wollen ihre Freunde befreien, als sie merkten, dass sie nicht mehr blieben, sind sie ausgerastet und haben die Stadt zerstört. Sie schrien furchtbar. Ich muss ihm noch irgendeine erfinderische Note, wissenschaftlerische Note geben. Wir legen die Waffen gerne nieder. Nachdem wir euch damit massakriert haben! Die Macht dieser Esper, ich hatte keine Ahnung. Sie werden die Welt zerstören. Sie müssen verstehen, dass der Krieg ein Ende gefunden hat. Naja, jetzt auf einmal gibst du klein bei. Ja klar, wenn du unterlegen bist, natürlich. Hätte mich mal gewundert, wie es ausgesehen hätte, wenn du überlegen gewesen wärst. Kein Mensch könnte die dazu bringen, zuzuhören. Aber wir haben einen Halbmenschen mit fast phänomenalen kosmischen Kräften in der Gruppe. Aber zuerst, meine Freunde, lasst mich euch festlich bewirten. Mit Strichnin auf Strich. Manche Leute würden lieber weiterkämpfen. Bevor wir speisen, versucht bitte möglichst viele Soldaten anzusprechen und zu überzeugen. Oh Gott, ich hate das Folgende. Ich kann jetzt nämlich nicht viel vorlesen, weil ich nur 4 Minuten Zeit habe. Bitte sprecht mit möglichst vielen Soldaten. Ihr habt 4 Minuten, dann speisen wir. Okay, 4 Minuten Zeit und auf geht's. Wir müssen jetzt mit möglichst insgesamt 24 Soldaten sprechen. Nicht dran vorbeilaufen. Kefka wurde... Nein, ich sollte hier nicht vorlesen, weil das wertvolle Zeit kostet. Es tut mir furchtbar leid. Ich möchte mich nicht beschweren. So, bla 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 bla. Erstmal die hier. Dann werde ich einmal links herumgehen durch die Tür und durch diese relativ versteckt anheimende Tür, um einmal Deckung und einmal X-Trank zu finden. Ich glaube, Deckung ist ein Accessoire, was die Angriffsrate von hinten durch Gegner reduziert oder so ähnlich. So, bla 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 bla. Bla, so, lass mich. Ihr Bandit. Oh Gott, ja, wir haben auch teilweise Kämpfe dazwischen
Und die will ich so schnell wie möglich es irgendwie geht abwickeln. So, diesen hier zeige ich mal. Die anderen werde ich dann schön brav rausschneiden. Mhm. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Das, was uns der Brato gleich auftischen wird. So, hier ist es schwierig, den Überblick zu bewahren, wie viele Charaktere oder Gegner, Soldaten man schon angelabert hat. So, den nicht vergessen. So, und jawohl, bitte geh nach oben. Danke sehr. So, mit dem, der hier drin sich versteckt, müssen wir jetzt 11 haben. Und wenn ich das richtig überschlagen habe, haben wir das auch. So, Kampf gewonnen, hoffe ich doch. Blabla, ja, ja. Ihr könnt ja irgendwie pausieren, wenn ihr das lesen wollt. Mir ist die Zeit einfach zu kostbar und deswegen ist es auch wichtig, dass ihr die Party sozusagen ausgerüstet habt mit den Laufschuhen, bevor ihr sozusagen die Events hier auslöst. So, den da wollen wir auch nicht vergessen. Hochlebe das Imperium. Nein. Das Imperium gehört auf den Boden der Tatsachen zurück. So, und den hier auch. Zum Glück müssen wir nicht allzu viele Kämpfe austragen, aber da ist meine Empfehlung einfach, schaltet so lange durch, bis ihr jemanden habt oder jemanden kontrolliert, der mit einem schnellen, einfachen Angriff den Gegner, der sich uns in den Weg stellt, auch zu Brei kloppt. Nein, wir brauchen keine Trachtprügel. Dieser Kampf hat mir gerade ein schönes Zelt beschert. Das finde ich gut. 17 Leute. Wir müssen insgesamt 24. Ich wiederhole es nochmal. Ich hoffe, die habe ich angesprochen. Und jetzt noch den hier. Naja, ist schade für deine Familie, aber meine ist auch noch am Leben. So, die Treppen runter, die hier auch. Es gibt einen bestimmten Raum, da sollte man nicht rein. Ich hoffe, ich... Okay, hier dürfen wir, glaube ich, rein. Da sollten wir rein. Hier wollen wir rein. Gut. Der rote Teppich ist bereits für uns ausgerollt. Sehr schön. Im Buch steht nichts. Außer Gedichte von Franz Josef Stalin. Hieß der so? Keine Ahnung. Ja. Ich sollte nichts über Sachen sagen, über die ich nichts weiß. Seelenheil. Ja, wenigstens kriege ich mein Seelenheil wieder. Und, oh, wir liegen ziemlich gut in der Zeit, würde ich sagen. Wie viel haben wir jetzt? 21. Gut. In diese Tür nicht reingehen. Wenn ich noch genug Zeit habe, gehe ich aber noch rein. Und hier draußen gibt es nämlich auch noch welche. Die sollte man nicht vergessen. So, hallo. Seid niemals sicher. Oh, ja, sehr schön. Und, ja, wir sind die stärksten Rebellen. Und den Kampf kann ich ja noch kurz zeigen, hoffe ich. Hula, hula, hula. Nein. Ja. Angriff. Ja gut, das ist jetzt hier ein neuer Gegner. Eigenarten. Weiß ich nicht drüber Bescheid. Er ist einfach weg. Einfach schnell kaputt. Schöner Schaden. Sehr, sehr schöner Schaden, muss ich sagen. Sehr, sehr schön, ja. 23 und da ist Mr. 24. Ja, sehr schön. Okay, es bleibt doch noch Zeit, in diesen Spezialraum zu gehen, um nachzusehen, weswegen man den erstmal außer Acht lassen sollte. Weil hier gibt's keine Soldaten, hier gibt's einen Kefka. In der Toilette. Wahnsinn. Ich habe Blähungen. Oh, oh, oh. Ha. Sie wagen es, mich hier gefangen zu halten? Da scheiße ich Ihnen die Bude zu. Ich glaube das nicht. He's nuts. Jetzt stehe ich in der Ecke, wie langweilig. Und pinkel alles zu. So, sehr schön, die Zeit hat genau ausgereicht. Hier gibt's übrigens nichts auf dem Klo. An diesem Abend findet das Bankett mit dem Imperator statt. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Bitte hier entlang. Genau geradeaus. Hier, das sind Ihre Stühle. Zählt mich ab sofort zu den Rebellen. 1, 2, 3. Rebellen! Na, der war schlecht, ich weiß. Und dem kapiert sowieso keiner. Seht her, alle sind wir hier und essen zusammen. Zuerst einen Trinkspruch. Okay. Mit dem Anlabern der, ja, der ganzen Soldaten gewinnen wir Punkte. Und je nachdem, welche Antworten wir in diesem Gesprächsverlauf auswählen, bekommen wir auch Punkte. Oder in manchen Fällen sogar welche abgezogen, wenn wir das Falsche auswählen. Und anhand der Punkte, die man jetzt sammeln kann, kann man gewisse Goodies, ich sag mal, freischalten. Noch was für Goodies werden das sein? Ich guck gerade mal nach wegen der Zeit. Bis gleich. Das erfahren wir beim Dialog mit dem Imperator in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy 6. Final Messenger 13 wünscht euch einen schönen, angenehmen Diskussionsabend.